Schöne Spazierwege, den Rhein, ein wunderbarer Stellplatz. Was der Helle so als wunderbar bezeichnet, ja? Ruhig, ruhig, schön direkt am Wasser. In 5 bis 10 Minuten mit dem Fahrrad in der Innenstadt, ein paar Minuten Fußweg selbst für mich zum Einkaufszentrum und das alles. Gratis, kostenlos. So schön steht man frei und so stehen wir oft frei. Aber einige Sicherheitsbedingungen sollte man nicht außer Acht lassen. Jetzt hier ist es eigentlich komplett sicher, würde ich mal sagen. Ja, ungefährlich, aber man weiß ja nie. Man weiß nie, was jemandem einfällt. Ja. Aber trotzdem gibt es einige Sicherheitspunkte, die man beachten soll. Nicht nur in Südfrankreich, sondern auch in Allgemein Deutschland. Und würde ich das jetzt mal so sagen, ja, ja. und das wollen wir euch nach dem Intro alles verraten, wie wir das für uns machen und seit wir frei stehen, ohne Probleme das Ganze handhaben. Also das Ganze fängt schon mal mit der Nachbarschaft an. Wir orientieren uns immer ein bisschen daran, was wir für eine Nachbarschaft haben. Hier, jetzt sind wir in Konstanz, da haben wir mehrere Stellplätze. Das ist einer unserer bevorzugten. Wenn frei ist, ja. Ja, ist nicht immer frei, natürlich. Aber dann stehen wir sehr gerne hier und hier war eigentlich immer ruhig, bis auf gestern Nacht. Auf Ja. einmal um 8 Uhr ging es los, kamen lauter Jugendliche, 10 bis 20 Jugendliche, haben herumkrakeelt. Das war noch nicht so dramatisch, aber dann hat sie einmal gegen das Wohnmobil geklopft und Hallo geschrien. Und dann haben sie nochmal richtig dagegen geklopft. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, ob man sowas will. Ja, am Campingplatz kommt natürlich jemand und ruft die zur Ordnung. Und hier bin halt ja nicht rausgegangen und habe sie zur Ordnung gerufen. Aber die waren anständig, die haben Ja. das sofort eingesehen, haben sich auch entschuldigt. Und dann hatten wir Sind wieder sogar, unsere. die sind sogar weitergezogen. Da Also da sitzt. war ich dann überrascht, ja, Ja. dass sie sogar weggegangen sind. Ja, aber mit sowas muss man natürlich rechnen, wenn man frei steht, das ist ganz klar. Ja, es kommt darauf an, wo man frei steht. Ja. Auf einem Waldparkplatz oder so. Kann es auch passieren, dass da welche feiern. Weniger Ja. wahrscheinlich, ja. Aber das sind also gar nicht die Sicherheitsaspekte. Wir haben auch Nein. mechanische Sicherungen und die zeigen wir euch jetzt. Ja, wenn es dann dunkel wird und man steht frei, spätestens dann macht man sich Gedanken, ob man auch sicher steht. Wir haben unsere eigenen Erfahrungen damit. Das heißt, ich war vor über 20 Jahren schon mal in Südfrankreich und da hat es nachts geknackt. Also das heißt, meine Zentralverriegelung hat entriegelt. Ich bin sofort aufgewacht, weil ich an dem Tag so und so ein bisschen unruhig geschlafen habe. Und dann war nichts mehr weiter, als wir dann am nächsten Tag am Stellplatz gewesen sind. Da habe ich dann festgestellt, dass mit Schraubenzieher das Türschloss geknackt wurde. Also ich habe da diesbezüglich schon Erfahrung gesammelt. Wir haben noch keine negative Erfahrung gesammelt und wir stehen zum großen Teil frei. Ja, sehr oft stehen wir frei, aber wir machen diese Verkehrungen ja natürlich auch auf Stellplätzen. Ja, Ja, genau. also und das, also nicht nur frei, sondern auch auf Stellplätzen und da machen wir das genauso. Die schlimmste Erfahrung, die wir gehabt haben, das war, wie nachts um 12 Uhr die Alarmanlage losgegangen ist und wir waren am Waldrand gestanden. Ja, also da sitzt man dann senkrecht im Bett, das kann ich euch sagen. Also die hört man. Also Ja. wir haben es auf jeden Fall beide gehört, ja. Es war nichts. Nee, Ich habe war zum Fehlalarm. Fenster rausgeschaut, es war nichts. Fehlalarm. Fehlalarm. Ja, warum, wissen wir nicht. Haben dann weiter geschlafen und 2 Stunden später ging die Alarmanlage nachts um 3 wieder los. Das ist ein sehr ungutes Gefühl. Den Rest der Nacht haben wir dann ohne Alarmanlage verbracht. Es ist nichts passiert. Das war ein Fehlalarm der Firma Titronic und das Ganze ist jetzt 2,5 Jahre, glaube ich, her. Ja, ich glaube sogar schon länger. Also Ja. es ist schon einige Zeit her und seitdem haben wir aber keinen Fehlalarm mehr Genau, gehabt. wir waren also jetzt in Spanien, mehrere Wochen in Norwegen und immer war die Alarmanlage an, auch jetzt in Portugal wieder jeden Tag die Alarmanlage an und wir hatten keinen Fehlalarm mehr. Nein. Woran das gelegen ist, man weiß es nicht. Also auch die Firma Titronic konnte mir keine ausreichende Erklärung geben. Aber wie gesagt, jetzt seit über 2 Jahren oder Ja, länger, fast 3 Jahren länger. Ja, die haben wir ja schon ziemlich zeitig einbauen lassen. haben wir keinen Fehlalarm mehr. Ja, So viel. und so hoffen wir auch, dass es bleibt. Ja. Wir treffen aber noch einige Vorkehrungen, die für uns wichtig sind. Ganz wichtig ist für uns zum Beispiel,
denn das ist auch ein Erlebnis, was wir gehabt haben, dass wir am Fenster, wenn ich schlafe, dass ich da problemlos rausschauen kann. Denn wir waren mal am Neckar gestanden und da sind dann nachts um 3 Uhr oder um 4 Uhr zwei Autos an uns herangefahren. Ziemlich nah. Und wer einsam irgendwo in der Landschaft steht, der weiß, dass das keine gute Situation ist. Dann schaut man zumindest nach, was da los ist. Und da sind dann auch mehrere Personen ausgestiegen. Allerdings sind die als erstes in den Kofferraum gegangen und haben ihre eigenen Sachen rausgeholt. Ja, also das waren Angler, die dann am Neckar angeln wollten. Ja, also somit problemlos. Wir haben eigentlich auch noch nie eine kritische Situation gehabt. Gott sei Dank noch nie. Ja, ja, aber man ist trotzdem an manchen Stellen etwas hellwacher, als man es an anderen Stellen ist. An manchen schläft man ruhiger. Da, wo wir im Moment sind, da schlaft man ganz entspannt, auch wenn im Prinzip das alles Gewerbe ist und niemand ist. Aber kann überall kann was sein. Klar, aber es gibt Situationen, wo es dann schon ein bisschen kritischer ist. Worauf wir auf jeden Fall immer achten, das ist, dass wir ein Verbindungsnetz haben. Und zwar nicht nur, dass wir uns per Handy Hilfe holen könnten. Ja, wichtiger ist uns in diesem Fall sogar noch, falls ein medizinischer Notfall eintritt. Wir waren mal an einer Grube gestanden, da wollten wir am nächsten Tag eine Grubenfahrt machen und da wäre auch kein Problem gewesen, über Nacht da zu stehen. Das war mitten im Wald, ganz einsam, da hätten wir auch keine Bedenken gehabt, nein. Aber es war null Netz. Ja. Und da haben wir gesagt, da braucht bloß nachts irgendwas sein. Ich meine, es kann ein Schlaganfall passieren, es kann was Gott was passieren. Kann und, immer was passieren, ja. Und dann muss man schauen, wie man Hilfe herbekommt. Und wenn man dann im Wald steht und in beide Richtungen 4 Kilometer keine Person ist, dann ist es einfach eine blöde Sache. Und deswegen sind wir damals... Da sind wir dann irgendwo anders hingefahren, ja. Wo wir dann halt ja Empfang hatten. Genau. Also solche Dinge sollte man auf jeden Fall beachten, dass man für den Notfall auch ein Netz zur Verfügung hat. Ja. Und nicht nur für den Notfall durch Einbruch, sondern eben auch aus medizinischen Gründen. Ja, genau. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu unseren mechanischen Sicherungen. Also wir, Gasalarm haben wir übrigens keinen an Bord, weil wir an diese Geschichte mit dem Betäubungsgas nicht glauben. Ja. Da haben wir auch schon mal einen. Und da braucht er uns jetzt auch gar nicht schreiben, von wem er das schon gehört hat, der immer wieder von jemandem erzählt wurde, das und solches. Braucht er uns gar nicht zu schreiben. Ja, wir glauben da nicht dran. Ja. Wir wissen aber auch selber, dass wir manchmal so gut schlafen und selbst wenn wir keinen Rotwein getrunken haben, dass wir uns... Wir haben ja letztens den Fall gehabt, da waren wir doch irgendwo gestanden und da ist... Ja, das war in Portugal. Und da ist die Ursi aufgewacht und hat gesagt, da steht jetzt auf einmal ein Auto vor uns. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, ja, der ist nachts gekommen, hast du das nicht gehört? Mhm. Nein, sie hat es nicht gehört. Der ist nachts um 3 Uhr ist der rangefahren und ich habe dann keine bösen Gedanken gehabt, weil der Musik spielt und wenn einen jemand ausrauben will, der spielt dann eigentlich keine Musik im Auto. Ich habe mich dann eher daran gestört, dass es so laut gewesen ist. Die Ursi hat nichts mitbekommen davon. Ich habe nichts mitbekommen, aber es war auch schon andersrum, dass ich nachts aufgewacht bin, weil irgendjemand neben Wohnmobil stand, also mehrere Personen, die sich da ziemlich lautstark verabschiedet haben, eine ganze Weile miteinander. Also das habe ich dann gleich gemerkt, da besteht keine Gefahr. Ich bin aber deswegen trotzdem aufgewacht, der Helle nicht. Also wir würden einfach sagen, wir würden es eventuell nicht bemerken. Genau. Mhm. Und deswegen Sicherung, sichert euer Hab und Gut. Es gibt meines Erachtens, oder ich habe noch nichts davon gehört, dass es ein Einbrecher darauf abgesehen hat, einen abzumurksen. Nee. Das wird dann auch in der Zeitung stehen. Charlines, deswegen halten wir das Gas für unwahrscheinlich. Es geht um den schnellen Zugriff. Das sind also, die wollen ein paar Euro machen mit einem Laptop oder mit einem Handy. Und Geld. Oder Bargeld am besten. Ja. Genau. Und deswegen gilt unsere erste Sicherung, Ossi, und da muss ich dich jetzt bitten, dass du jetzt auch zur Tat streitest, ja. Die Handtasche mit den ganzen Kreditkarten und dem Bargeld muss. Das muss dann immer mit mir schlafen. Ja, genau. Also das heißt, dass nämlich ich habe dieses Jahr vorne stehe, an meinem Beifahrerseite, da habe ich einen schönen Platz, da ist meine Handtasche und also immer griffbereit für mich, wenn man unterwegs ist. Und abends nehme ich die aber mit nach hinten.
Also, Ossi, auf geht's. Okay. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wirklich, wenn jemand reinkommt und hier im Kleiderschrank umeinander fummelt und ich hier gerade da oben schlafe, dass ich das dann schon eventuell mitbekomme. Also Regel Nummer 1. Unsere Wertsachen werden verstaut. Keine Wertsachen im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Am besten mit ans Bett. In kritischen Situationen, wir haben eigentlich nur einmal wegen Befürchtung gehabt, das war in Südfrankreich auf einem Parkplatz. Oder ich habe Bedenken gehabt, die Ursi nicht, ja. Nee. Und da habe ich dann mein Handy unter das Kopfkissen sogar gelegt. Ich denke mal, wenn da jemand kommt, ja. Aber es ist nichts passiert. Also wie gesagt, Nein, es war bis jetzt ganz war immer normal, ganz alles normal problemlos. erkennbar. Und es sind auch nur Tipps, die wir euch geben wollen, wie wir sie wir handhaben. Machen. Ja, ja? Weil, ich weiß gar nicht, wir haben das nämlich noch gar nicht gesagt. Wir wurden, weil wir ja öfters freistehen, hat man uns schon öfters angeschrieben, ob wir da überhaupt keine Angst haben. Und eben wie gesagt, wir haben keine Angst, aber wir machen einige, treffen natürlich auch einige Vorkehrungen. Genau. Und die lösen wir jetzt auf. Also, für mich ist ganz wichtig, und das betone ich auch immer, wenn wir auf Messen sind, dass das Heckfenster von meinem Bett direkt am Kopf ist, dass ich also ohne weiteres rausschauen kann. Das ist eine wichtige Sache und keine Wertsachen vorne. Wir haben eine Alarmanlage von Titronic, ja, die eigentlich ganz gut funktioniert. Jawohl. Wenn ich dann mal vergesse, die auszuschalten, das ist immer der kleine Test, den wir machen. Und dann machen wir die Tür auf und dann funktioniert die auch. Die spricht dann sofort an. Darüber hinaus... Ja, das kann man ja auch noch demonstrieren nachher, wie die tut, wenn man die Tür aufmacht. Können wir machen, ja. Aber ich glaube, ihr habt eh alle schon Alarmanlage gehört, ja. Denn wir sind nicht die Einzige, die ab und an morgens vergesse, die Alarmanlage wieder auszumachen. Wir haben noch zusätzlich verbaut Zusatzschlösser von Abus, die an der Fahrertür und an der Aufbautür verbaut ist, was aber nicht heißt, dass die unknackbar ist. Auch diese Schlösser können, da gibt es Spezialwerkzeug dafür, für was natürlich ein professioneller Einbrecher hat, die können geknackt werden. Also auch das ist kein, alles ist kein hundertprozentiger Verlass. Nein, natürlich nicht. Da zeigen wir mal auf die Seite, eben hier dieses Abus-Schloss. Das cool. haben ja auch einige von euch eingebaut. Und dann ist der nächste Punkt, da sind wir schon gleich hier. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, ansonsten tun wir das nochmal näher beleuchten. Da ist der Griff oder der Taster für die Trittstufe. Die Trittstufe sollte eingefahren sein. Ja, also die machen wir eigentlich immer rein. Sagen wir mal zu 98%, denn ab und an vergessen wir es. Aber in der Regel fahren wir die Treppe ein. Ideal wäre natürlich ein Hund. Den wir aber nicht haben. Ja, also für alle Hundebesitzer, gerade wenn es ein Rottweiler oder sowas ist, das bringt seinen Stress. Man muss in der Früh raus, ja, was wir nicht gerne machen würden. Ja. Aber ein Hund ist ein liebes Tierchen, natürlich keine Frage. Oder ein Rottweiler ist sicherlich auch ein gewisser Schutz. Ja. Den haben wir nicht, wir müssen uns anderweitig behelfen. Ja, genau. Dann die Zentralverriegelung. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ein Fahrzeug mit Zentralverriegelung und wenn man vergisst, diese Zentralverriegelung zu verriegeln, dann sind die ganzen Heckgaragentüren offen, was natürlich auch für die Fahrräder unter Umständen mal mit sich bringen könnte, das dann eins, echt blöd, ja. Ja, dass da Nummer 1 drin steht. Ja? Beziehungsweise bei Elektrofahrzeugen, Fahrrädern sollte man auch vorsichtig sein am Heckträger, denn das habe ich mir sagen lassen, dass die da auch schon öfters mal geklaut wurden oder zumindest die Akkus rausgemacht wurden. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Es geht jetzt hier um unsere persönliche Sicherheit. Und dann haben wir noch einen ganz persönlichen Schutz, weil wir sagen, wenn jemand das Abus-Schloss von der Fahrertür knackt, dann hat er einen Fahrersitz, einen umgedrehten Fahrersitz vor sich, über den er erst einmal drüber steigen muss. Das heißt, es bedeutet wieder Lärm. Ja, und auch Zeit.
und auch Zeit. Mhm. Und in der Zeit haben wir die Chance, wieder aufzuwachen. Ja. Und wie machen wir es mit der Aufbautür? Auch da haben wir uns... Ach so, ja, da haben wir ja nochmal eine zusätzliche Sicherung, die eigentlich jeder von euch machen kann, gehe ich jetzt davon aus, oder? Nicht bei jedem Fahrzeug, aber... Ach so, aber mir bei uns... Bei uns geht es wunderbar. Ja, jeder hat einen Selfie-Stick. Ja, oder man kann sich auch einen Stock oder irgendwas... Oder einen Besenstiel. Ja, ja. Irgendwas kann jeder nehmen. Und wir zeigen es euch jetzt, wie es geht. So, da haben wir dann unseren Selfie-Stick. Den nehmen wir, fahren ihn ein bisschen raus und stecken ihn da zwischen der Tür und der Wand. Und da kann niemand die Tür aufmachen, ohne dass er ordentlich Geräusche von sich gibt. Und das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen. Geräusche und Lärm, das verschreckt erstens mal potenzielle Einbrecher und zweitens erhöht sich die Chance, dass wir wach werden und uns dann zur Wehr setzen können. Bei all dem, was wir euch gesagt haben, muss ich natürlich gestehen, perfekt sind wir auch nicht immer. Unsere Fotosachen liegen oft rum und der Laptop, an dem ich oft bis spät in den Abend rein, die halbe Nacht manchmal schneidet er dann noch und Videos kriegt kein Ende. Der liegt dann einfach auf dem Beifahrersitz. Aber wir haben auch noch eine ultimative, wohlschmeckende Sicherungsmaßnahme. Unsere geheime Geheimwaffe, ja. Die gar nicht so geheim ist. Denn viele von euch kennen die schon. Ja, wir haben es euch schon öfters gezeigt. Und die hole ich jetzt. Ja, und wir bereiten uns jetzt auf die Nacht vor, indem wir unsere Geheimwaffe einsetzen. Ja. Na, wer errät, was das ist? Das ist doch ganz klar. Unser berühmtes Knoblauchbrot. Wenn wir diese Waffe einsetzen, dann kommt niemand mehr zu uns ins Wohnmobil. Nein, und... Da wir heute Nacht auch ruhig schlafen wollen, bereiten wir uns jetzt halt einfach schon mal drauf vor, oder? Genau, auf eine gute Nacht. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Sicherheit kann so lecker sein. Ja. Vollem Mund spricht man nicht, also. Somit beenden wir uns jetzt unser Video hier. Wir hoffen, ihr konntet euch auch einiges zeigen. Vieles macht ihr bestimmt ja schon selber. Aber durch das, weil wir öfters halt einfach gefragt wurden, ob wir keine Angst haben, nachts frei zu stehen, haben wir uns einfach mal entschieden, euch zu zeigen, wie wir uns hoffentlich immer gut schützen. Ja, eins möchte ich dazu sagen, wir haben noch nie Probleme gehabt beim Freistehen, weder im Ausland noch im Inland. Ja. Wir sind noch nie weggeschickt worden. Nein. Und haben eigentlich auch keine echte kritische Situation erlebt. Nein. Und das hoffen wir natürlich, dass das so bleibt. Jawohl. Euch wünschen wir das auch. Genau, kommt immer sicher an euer Ziel. Und wacht wieder sicher und wohlbehalten in euren Wohnmobil auf. Ja, genau. Und wir bereiten uns jetzt auf die kommende Nacht vor. Genau. Also, in dem Sinn. Tschüss. Ciao. Macht's gut. So lecker.